Hallo Leute, und heute spielen wir ein Spiel, was mich sehr, sehr interessiert, schon seit langem und was ich jetzt endlich mal durchspielen will. Und zwar Arma 3. Und zwar die Kampagne. Ich will in das Spiel mehr reinkommen und ich will es jetzt einfach mal durchspielen. Und warum nicht einfach mit Aufnahme und das Ganze auf meinen Kanal laden, ja? Ein schönes Let's Play oder Let's Military oder was auch immer. So, wir fangen vom Prolog an, ganz von Anfang. Und los geht's. Würde ich mal sagen, in die Action, ja. Gut, es ist nicht wirklich nur ein Action-Spiel, es ist eine Militärsimulation, was ein bisschen komplexer ist. Quasi jede Taste auf dieser scheiß verfickten Tastatur hat eine Funktion. Das ist ziemlich creepy, aber auch verdammt cool. There we go, calibrating. Looking good so far. Okay, okay, was ist das denn? You weren't kidding. Ach, Bootcamp. Okay. Let's see what this baby can do. Whoa. Right, yo. Was macht der denn hier, ey? Ach! Okay, okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. So, wir können in zwei Perspektiven gehen, ne? Also für die, die das nicht wissen. Für die, die noch nie Arma gespielt haben oder sich damit noch nie befasst haben. Zwar in Third Person und in First Person. So sieht's aus. So, die Steuerung kann ich auch noch nicht ganz komplett, aber ich kann sie einigermaßen. Deswegen mache ich ja das Let's Play, damit ich dann noch mehr hier hineinkomme. Ja, so ist das. So, da ist mein Teamleader. Und ich denke mal, ich soll mich da jetzt hinstellen. Bang, bang. Bang, bang. They're all yours, Sergeant. Great. Das hat jetzt aber lange gedauert, Junge. Let's get you oriented. Bring up your compass. Was soll ich? Ich soll meinen Kompass. Also drücken Sie K. So. Lokalisieren Sie das erste Ziel. Ist das so, ja? Ah, da! Oh, da kommt der Husten hoch. Man merkt, ich bin noch immer ein bisschen krank von letzter Woche. 220. Was will der von mir? 220. So. Was will der jetzt von mir? Also, weil jetzt 220. Ah, da. Man muss halt auch genau auf den Kompass achten, wie ich das gerade gemacht habe, ne? Damit man die Scheiße auch findet. Später kommt da auch noch so eine Scheiße wie Planquadrat lesen und alles. Das kann ich natürlich, weil ich bin Soldat, liebe Leute. Gut. Ich kann es einigermaßen gut, ja. Also ich bin jetzt nicht der Beste da drin, aber ich weiß ungefähr, wie es geht. Das hilft mir vielleicht ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. So. Wir gehen jetzt zum Feldwebel. Feldwebel, könnten Sie bitte so freundlich sein, sagt er. So, looks like it wants you to run from marker to marker as fast as you can. Oh, that's what it wants, huh? Great. Yeah, it says here that it'll spawn targets at each marker. So. You'll need to drop them before können wir dann jetzt mal anfangen mit Action. So, passieren Sie die erste Markierung. Muss ich jetzt da extra hinlatschen? Ja, mit wem labert er gerade? Nicht mit mir, oder? Oberfeldwebel Adams. Staff Sergeant ist doch nicht Oberfeldwebel. Doch, doch, natürlich. So. So, kaputt. Und zum nächsten. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt ein Hubschrauber, das war ja klar. Wir reden wie im Film so typische Amerikaner. You know it, motherfucker! Ich meine, ich arbeite selber mit amerikanischen Soldaten ab und zu mal zusammen, ne? Und die sind auch so drauf.
Die sind alle eigentlich total fertig, die Typen, muss man dazu mal jetzt hier sagen. Aber coole Typen, ja. Aber fertig in der Birne. Jo. Da kommt plötzlich ein Tank. Jo. Ey, von wo kommt denn jetzt der Staub? Von wo? Von diesem komischen Nanomaschinenboden wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich kommt er von da. Genau. Wahrscheinlich, hä? Well, I think it's safe to say it's working as advertised. Got any more tanks lying around? Maybe next time. All right, let's shut it down. The greenbacks are gonna get here soon. Naja, das war jetzt quasi das Training nur. Gemeinsamer Nenner spielen wir jetzt. NATO-Friedenstruppen führen gemeinsame Übungen mit Mitgliedern der AAF durch. Ich denke mal, die AAF soll sowas sein wie die ANA, die Afghan National Army. Nur in der Zukunft. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Insel wir jetzt spielen. Auf Stratis oder auf Altis. Ich glaube, wir spielen sogar auf beide Inseln in der Kampagne. Ich weiß es nicht. Das werden wir dann nachher sehen. Und herausfinden. Ah, vorher reib's ich doch ins Mikro, genau. Nur ein bisschen reinhusten. Weil ich ja so top gesund bin heute. Hä? Übrigens, ich habe auf meinem PC-Monitor der Gerät stehen. Nur mal so eine sinnlose Information für diejenigen, die es wissen wollen. Wahrscheinlich wird es keiner wissen. Ist auch besser so. What'd you think? Not bad, not bad at all. Right? Ah, here comes the cavalry. Shit, looks like I missed one. Tell you what, you go get it working, I'll get things set up here. Copy. So, das Ziel zusammenbauen. Sie haben eine neue Aufgabe. Aufgaben sind vom Oberkommando erteilte Missionsziele. Zum Öffnen der Missionsaufgaben drücken Sie J. Hier stehen also die ganzen Ziele. Laufen Sie zum Ziel und bauen Sie es zusammen. Alles klar, machen wir doch, hä? Übrigens, für die, die es wissen wollen, oder für die, die es interessiert, American, respond, over. Soll ich jetzt so das ganze Spiel laufen? Oder soll ich in der Third-Person-Perspektive das ganze Spiel laufen? Oder soll ich einfach switchen und oder ist euch das einfach komplett egal? Mir ist das nämlich komplett egal. So. Zusammenbauen. Was soll man denn hier bauen? Hm? So. Das Aktionsmenü ist eine kontextabhängige Liste der verfügbaren Aktionen. 1, 2, execute die angegebene Aktion mit 11. Ah ja, okay. So. Dann haben wir das mal jetzt zusammengebaut, hä? Ich hoffe, der schießt jetzt nicht auf mich. Das wäre ein bisschen blöd. Alter Mann, ist eben kein Dienstzug. Kein Dienstzug? Ja, wahrscheinlich. Kein D-Zug heißt das. Mann, Deutsch beherrsche ich heute auch nicht mehr so richtig, hä? Ja, deswegen kann ich nicht so schnell laufen, Herr Staff Sergeant Oberfeldwebel, Kamerad. Ja, Oberfeldwebel. Flugbegleiter. Das sind also meine Flugbegleiter heute, ja? Ja, mach ich. Kein Problem. Vorher ein bisschen abhocken hier, damit das Ganze ein bisschen präziser wird. Der Private First Class ist... Kannst du jetzt mal die Fresse halten? Ja, hält jetzt die Fresse. Halt die Fresse, Junge! Ich, ja, schießt der immer auch. Er lebt natürlich noch. Ja, er hat natürlich SK4-Platten drin. Der lebt noch.
Ihr müsst euch merken, der Obergefreite, aka der Private First Class, ist ein sehr präziser Schütze. Der Private First Class hat seine ganz eigene Art zu schießen. So. Bam. Soll ich den jetzt verbinden hier oder was? Komm, machen wir das mal. Ich habe mir jetzt schließlich in die Eier. Schließlich die Eier geschossen. So. Was soll ich nehmen? Die Zieloptik. Ja. So, dann nehme ich mal die Zieloptik hier. Zack. Jetzt habe ich eine neue drauf. So, jetzt kann ich nämlich wechseln zwischen zwei Zielfernrohre. Yeah, I'm ready. Ach, ich bin also Feldwebel, ich bin nicht Private First Class oder sonst was. Gut zu wissen. Dann muss ich euch jetzt was sagen, denn der Sergeant, ja, ist gut, aber auch nicht schön. Ja, ich bin da auf Schussposition, Junge. Oder wo soll ich hin? Ich bin da auf Schussposition, oder? Ja, bin ich. For the sake of those watching at home, the target is at 400 meters bearing 307. Position 307. Ja, müssen wir mal gucken hier, ne? Auf dem Kompass. Come on, Sergeant, it's right there. Ah, da. So, müssen wir mal ein bisschen zielen hier. Und bam! Zack! Und weg damit! Oh, ich leg mich einfach hin, oder? Würde ich mal sagen. Ja, jetzt habe ich... Ach, leg dich hin, Junge. So. Wo soll das sein? Auf 330. Müssen wir mal hier mit dem Kompass ein bisschen... lokalisieren, hä? Huh? Weil ich sehe es jetzt auf Anhieb nicht. Ah! Ich bin also nicht so ein guter Speer, hä? Huh? So, zack! In your face! So, jetzt gucken wir mal wieder auf 290 auf dem Kompass ist das Ziel. Müsste es ja hier jetzt irgendwo sein. Zack, da. Bam! Okay, das habe ich jetzt ganz ohne Hilfe geschafft. Ich bin stolz auf mich. Ich klopfe mir jetzt mal hier ganz laut auf die Schulter. Ist ja ein richtiger Sprücheklopper hier, der Staff Sergeant. Ein richtig abgefuckter Motherfucker ist das. So. Wo soll ich mich hinbewegen? Dahin. So. What is the Sergeant doing, I hear you ask? Well, in all honesty, I have no idea. Although I think we can all agree, it's quite a sight to behold. Fuck you, Staff Sergeant. However, his completely spontaneous and totally unplanned marathon conveniently brings us to our next lesson. Fatigue. Will er mir jetzt hier so einen Sternenlauf geben, oder was? Von da nach da laufen. Should you fail to regulate it effectively, push yourself too hard and you'll find yourself unable to hit shit. Ach, jetzt soll ich hier die Flagge hissen, oder was? Ach, der wollte mich stumm ficken. Kamerad Oberfeldwebel, ich hab keinen Bock auf Dummfick. Ich lass mich nicht stumm ficken. Ich mach sie fertig. Haben Sie das verstanden? So, wenn Ihr Charakter anfängt, schwer zu atmen und nicht mehr ruhig zielen oder weiterlaufen kann, ist er erschöpft. Bleiben Sie stehen und kommen Sie wieder zum Atmen. Ja! So macht man das ja auch in echt, oder?
So, Kamerad Hässlich, da sind wir wieder. Der Boden gehört Ihnen. Ah ja. So, dürfen wir wieder ein bisschen ballern, hä? So. So, die Ziele kann man locker mit einem Rotpunktvisier noch, also hier Reflexvisier bekämpfen. Ah, hier wird's ein bisschen schwerer. Das ist aber gar kein Problem. Bis 200 Meter kann man alles mit Reflexvisier bekämpfen. Das lernt man so. Naja. So. Ich mache jetzt mal hier einen Cut. Jetzt haben wir mal eine kleine Einweisung bekommen. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Arma 3. Ciao.